Der Bahnhof in Berlin-Gesundbrunn ist einer von 4 Bahnhöfen in der Bundeshauptstadt der höchsten Bahnhofskategorie der Deutschen Bahn und somit der Bahnhofskategorie 1. Mit über 100.000 Fahrgästen ist er somit auch ein wichtiger Kreuzungspunkt in der Stadt und auch überregional hat er eine wichtige Bedeutung. Zahlreiche Fernverkehrszüge enden hier beispielsweise aus Richtung München und weitere Fernverkehrszüge halten hier. Der Bahnhof liegt im gleichnamigen Stadtteil Gesundbrunn, welcher fast 100.000 Einwohner zählt und außerdem nordöstlich des Berliner Hauptbahnhofes. Hier treffen dann die Strecken vom Berliner Hauptbahnhof weiter Richtung Karower Kreuz, die Ringbahn und die Nord-Süd-S-Bahn-Strecke aufeinander. Der Bahnhof wurde im Jahre 1872, damals allerdings noch in völlig anderer Optik, eröffnet durch die Eröffnung eines Teilabschnittes der Berliner Ringbahn. Die Eröffnung des Personenbahnhofes fand somit genau am 1. Januar des Jahres 1872 statt. Zum Knotenpunkt wurde der Bahnhof dann am 10. Juli 1877 durch die Eröffnung der Berliner Nordbahn. Deren Züge endeten dann vorerst auch hier. Durch einen Umbau des Bahnhofes im Jahre 1895 wuchs der Bahnhof noch einmal weiter und es kam ein Empfangsgebäude im neugotischen Stil hinzu, was heute nicht mehr existiert. Durch den Bau der Berliner Mauer im Jahre 1961 verlor der Bahnhof im Nachgang dann deutlich an Bedeutung, da die Ringbahn zum einen nicht mehr durchgehend verkehren konnte. Für einen Zeitraum vom Januar 1984 bis zum 1. Mai 1984 fuhren sogar gar keine Züge am Bahnhof Gesundbrunn nach der Übergabe des S-Bahn-Betriebs an die BVG in diesem Jahr. Nach der Wende gewann der Bahnhof dann wieder deutlich an Bedeutung. Zum einen, da der Bahnverkehr in Berlin durch den Neubau des Hauptbahnhofes neu sortiert worden ist, zum anderen, da auch die Ringbahn wieder durchgehend befahren werden konnte. Und auch die Weiterführung der S-Bahn aus dem Nord-Süd-Tunnel auf ehemaliges DDR-Staatsgebiet machten den Bahnhof bedeutsamer. Übrigens halten am Bahnhof Gesundbrunn erst seit 2006 wieder Regional- und Fernverkehrszüge. Davor hielten hier jahrzehntelang nur S-Bahn-Züge. Heutzutage besitzt der Bahnhof nun 10 Gleise, davon 6 für Regional- und Fernverkehrszüge und 4 für die S-Bahn. Insgesamt gibt es 5 Bahnsteige, wobei allesamt als Mittelbahnsteige ausgeführt sind. Vor dem Bahnhof verläuft die Badstraße, welche dann im weiteren Verlauf zur Brunnenstraße wird und im Osten des Bahnhofes überquert die Gleisanlagen die Swinemünder Brücke. Vor dem Bahnhofsgebäude von Gesundbrunn gibt es zum einen einen mittelgroßen Parkplatz und zum anderen eine Bushaltestelle. Direkt neben dem Bahnhof liegt außerdem das Gesundbrunn Center, ein großes Einkaufszentrum. Eröffnet wurde dieses im Jahre 1997 und es bietet eine Verkaufsfläche von 25.000 Quadratmetern und über 100 Geschäfte. Vor dem Einkaufszentrum und etwas nördlich des Bahnhofsgebäudes liegt außerdem das Zugangsgebäude zur U-Bahn-Station am Bahnhof von Gesundbrunn. Hier bindet also die U-Bahn-Linie 8 den Bahnhof an das Berliner U-Bahn-Netz an. Die U8 verbindet Hermannstraße mit Wittenau. Die U-Bahn hält hier bereits seit dem 18. April des Jahres 1930, als die Strecke vom U-Bahnhof Neanderstraße aus verlängert wurde. Gestaltet ist er mit einer relativ niedrigen Deckenhöhe und türkisfarbenen Fliesen sowie Säulen, ähnlich wie der U-Bahnhof Alexanderplatz an der U8. Zur U-Bahn gibt es allerdings auch einen direkten Zugang von der Unterführung im Bahnhof. Die Unterführung, welche alle 10 Gleise miteinander verbindet, ist eine von 3 Möglichkeiten, um zwischen den Mittelbahnsteigen hin und her zu wechseln. Die anderen beiden führen überhalb der Bahnsteige entlang. Zum einen gibt es die Möglichkeit, über das Bahnhofsgebäude zu gehen. Alle Aufgänge sind hier auch mit Aufzügen und einer einzelnen Rolltreppe neben den festen Treppen ausgestattet. Das Bahnhofsgebäude besteht im Wesentlichen aus einem großzügig angelegten Dach mit einigen runden Glaselementen, welche im Dach integriert sind. Unterhalb des Daches befinden sich einige Geschäfte und Imbisse sowie Wartemöglichkeiten. Allerdings ist das Bahnhofsgebäude an sich nicht nach außen hin abgeschlossen. Nur die einzelnen Geschäfte besitzen Außenwände. Am östlichen Ende der Bahnsteige gibt es auch noch eine zweite Personenüberführung.
Von den S-Bahn-Bahnsteigen ist diese auch per Rolltreppe und Aufzug zu erreichen, von den anderen beiden Bahnsteigen nur mit festen Treppen. An den Fernbahngleisen, also von Gleis 5 bis 10, finden wir unterhalb der Treppenabgänge noch Warteräume. Diese bieten hier also einen extra vor Witterung geschützten Wartebereich. Neben diesen gibt es auf der Bahnsteigebene auch noch weitere Sitzmöglichkeiten. Alle Bahnsteige besitzen auch eine Überdachung, wobei die S-Bahn-Bahnsteige auf der kompletten Länge überdacht sind. Der längste Mittelbahnsteig ist übrigens der von Gleis 7 und 8. Er ist 400 Meter lang. Hier halten dann auch die meisten Fernzüge. Und damit wollen wir auch uns den Zugverkehr am Bahnhof Gesundbrunnen etwas genauer anschauen. Wie bereits anfänglich schon erwähnt, ist die S-Bahn der wesentliche Fahrgastmagnet am Bahnhof in Gesundbrunnen. Grund dafür ist, dass hier zwischen den S-Bahn-Linien aus dem Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel und der Ringbahn umgestiegen werden kann. Und dies sogar jeweils bahnsteigsgleich. An den äußeren beiden Gleisen, also an den Gleisen 1 und 4, halten dabei die S-Bahn-Züge aus dem Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel und an den mittleren beiden Gleisen, also Gleis 2 und 3, die Züge der Ringbahn. Die Ringbahn, also die S-Bahn-Linien 41 und 42, verbindet dabei in einem ringförmigen Kreis um die Berliner Innenstadt viele wichtige Knotenpunkte, wie beispielsweise das Ostkreuz, das Südkreuz oder weitere Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen U-Bahn-Linien, wie beispielsweise am Westhafen oder am Heidelberger Platz. An den Bahnsteigen der Nord-Süd-S-Bahn halten insgesamt 4 S-Bahn-Linien. Die S1 verbindet dabei im 10-Minuten-Takt das außerhalb der Stadtgrenzen liegende Oranienburg mit Wannsee. Der 10-Minuten-Takt reicht dabei allerdings nur bis Frohnau. Auch die S2 verkehrt alle 10 Minuten, aber nicht auf der gesamten Strecke und sie verbindet Bernau mit Blankenfelde. Die S25 startet in Teltow-Stadt und verkehrt nach Henningsdorf, sie ist allerdings nur alle 20 Minuten unterwegs. Sie wird dabei abschnittsweise ergänzt durch die S26, welche ebenfalls in Teltow-Stadt startet und dann nach Weidmannslust verkehrt. Durch die Taktüberlagerung der 4 S-Bahn-Linien ergibt sich somit an den Bahnsteigen der Nord-Süd-S-Bahn-Linien ungefähr ein 3-Minuten-Takt. Kommen wir nun zum Regionalverkehr am Bahnhof. Insgesamt verkehren am Bahnhof 4 im Takt verkehrende Regionalverkehrsverbindungen. Die am häufigsten verkehrende Linie am Bahnhof ist der FEX, der Flughafen-Express. Dieser verbindet den Berliner Hauptbahnhof über Berlin-Gesundbrunnen sowie Ostkreuz mit dem Flughafen BER Terminal 1 bis 2. Der FEX benötigt dabei gerade einmal 30 Minuten Fahrzeit vom Berliner Hauptbahnhof bis zum Flughafen BER. Von Gesundbrunnen aus sind es gerade einmal noch 27 Minuten. Die Züge fahren dabei entweder halb oder um vom Bahnhof in Richtung des Flughafens. Eingesetzt werden dabei modernisierte Hocheinstiegs-Dostos mit einem Steuerwagen und als Zug bzw. Schublok eine Baureihe 147. Auf dem RE3 werden ebenfalls Doppelstockwagen eingesetzt. Der RE3 verkehrt stündlich zwischen Jüterbock und Angermünde und verkehrt nördlich bzw. südlich davon immer alle 2 Stunden zu einer anderen Destination. Südlich von Berlin verkehrt er immer abwechselnd entweder nach Lutherstadt-Wittenberg oder nach Falkenberg und im nördlichen Zugverlauf verkehrt er dann entweder nach Schwedt oder nach Stralsund. Mit dem RE3 braucht man nach Stralsund etwas mehr als 3 Stunden, nach Schwedt nur knapp 1 Stunde und 20 Minuten. Nach Lutherstadt-Wittenberg sind es knapp 1 Stunde und 30 Fahrzeit mit dem RE3 und nach Falkenberg-Elster 1 Stunde und 45. Die eingesetzten Dosto-Garnituren sind hier meist noch mit einer Baureihe 112 bespannt.
Auch auf dem RE5 kommen noch vorwiegend Doppelstockwagen zum Einsatz, allerdings teilweise auch in Form von Twindex-Garnituren. Auch der RE5 besitzt zumindest im Norden des Zugverlaufes einen geteilten Fahrtverlauf. Er verkehrt von Elsterwerda aus bis Neustrelitz und von dort aus entweder alle 2 Stunden nach Rostock oder nach Stralsund. Im Gegensatz zum RE3 verkehrt er nach Stralsund allerdings über Neubrandenburg. Nach Stralsund benötigt man nichtsdestotrotz auch etwa 3 Stunden Fahrzeit. Nach Rostock geht es etwas schneller mit einer Fahrzeit von 2 Stunden und 35 Minuten. Bis nach Elsterwerda benötigt der RE5 eine Fahrzeit von 2 Stunden und 10 Minuten. Als letzte im Takt verkehrende Zugverbindung hält hier der RE6, welcher auch am Bahnhof von Gesundbrunnen startet. Dieser verkehrt über Berlin-Spandau, Hennigsdorf sowie Wittstock-Dosse bis nach Wittenberge. Von Gesundbrunnen nach Hennigsdorf ist er allerdings deutlich langsamer als die S-Bahn mit 41 Minuten Fahrzeit im Vergleich zur S25, welche nur 25 Minuten braucht. Und auch in Wittenberge ist man mit einem Umstieg am Hauptbahnhof und einer Fahrt des RE2 deutlich schneller. Der RE6 braucht nämlich 2 Stunden 45 Minuten bis nach Wittenberge. Auf dem RE6 werden dabei Fahrzeuge vom Typ Lind der Baureihe 648 in Verkehrsrotor DB-Lackierung eingesetzt. Diese verkehren dabei meist in Doppeltraktion. Zu diesen im Takt verkehrenden Regionalverkehrsverbindungen gesellen sich noch einzelne zu bestimmten Uhrzeit verkehrende weitere Linien. So zum Beispiel der RE66, welcher von hier aus nach Angermünde oder nach Stettin verkehrt. Außerdem verkehrt von hier aus auch die RB27 nach Klosterfelde und die RB54 nach Rheinsberg. Die RB27 und die RB54 werden dabei von der Niederbarnehmer Eisenbahn betrieben, alle anderen Linien von der Deutschen Bahn. Im Fernverkehr gibt es im Wesentlichen 3 im Takt verkehrende Zugverbindungen. Alle 2 Stunden starten nämlich am Bahnhof in Gesundbrunnen ICEs, die nach München verkehren, allerdings nicht auf direktem Weg über Nürnberg, sondern über Frankfurt und Mannheim sowie Stuttgart. Von Gesundbrunnen aus benötigt man mit diesen Zügen knapp 1,5 Stunden bis zum Leipziger Hauptbahnhof und knapp 2 Stunden und 15 Minuten bis Erfurt. In Frankfurt ist man nach etwa 4 Stunden und 45 Minuten sowie in Stuttgart nach etwas weniger als 6 Stunden. In München ist man erst nach etwa 8 Stunden und 20 Minuten. Eingesetzt werden auf dieser Verbindung in der Regel ICE 4 mit 12 Wagen. Ebenfalls alle 2 Stunden verkehrt die ICE Sprinterverbindung nach Frankfurt am Main, welche über Halle verkehrt. Dies ist mit nur 4 Stunden Fahrzeit deutlich schneller als die Verbindung über Leipzig. Am Hauptbahnhof von Halle ist man im Übrigen nach knapp 1 Stunde und 20 Minuten Fahrzeit. Eingesetzt werden auf dieser ICE-Linie aktuell vorwiegend im LDV-Design. Als letzte im Takt verkehrende Zugverbindung hält alle 2 Stunden am Bahnhof die Intercity-Verbindung von Warnemünde nach Dresden Hauptbahnhof. Diese bindet dabei ebenfalls den Flughafen BER mit an und im Norden verkehrt sie über Oranienburg und Neustrelitz bis nach Rostock und Warnemünde. Eingesetzt werden auf der Zugverbindung von der Westbahn übernommene KISS-Doppelstock-Triebzüge. Diese bestehen insgesamt aus 4 Wagen und besitzen eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Bis nach Dresden benötigt man mit dem Zug knapp etwas mehr als 2 Stunden Fahrzeit. In die Gegenrichtung nach Warnemünde benötigt man bis Neustrelitz knapp 1 Stunde Fahrzeit, bis zum Rostocker Hauptbahnhof knapp 2 Stunden und bis nach Warnemünde 2 Stunden und 20 Minuten. Auch im Fernverkehr gibt es noch einige Einzelleistungen, die in Gesundbrunnen planmäßig halten. Vorwiegend sind dies Züge in Richtung Ostsee Bad Binz oder Verstärker Richtung Warnemünde.
Aktuell halten im Gesundbrunn auch noch Eurocity-Züge aus Richtung Polen wegen Bauarbeiten. Mit den vielen verkehrenden Zuglinien an diesem Bahnhof, auch außerhalb des Hauptbahnhofes als wichtigsten Knotenpunkt in Berlin, ist Gesundbrunn auf jeden Fall recht interessant. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche zu einem erneuten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.